Am 30. September 2023 gab es ein Oldtimer-Treffen der besonderen Art. Eine Gruppe aus der LKW-Oldie-Szene macht schon seit vielen Jahren mit ihren Kleinwagen, PKWs mit nicht mehr als 1000 Kubikzentimeter, Ausfahrten zu Sehenswürdigkeiten in ganz Deutschland. Jetzt stand der Besuch bei der historischen Aral-Tankstelle der Familie Levermann in Blintrop an. Nach Anmeldung traf man sich heute so gegen 11 Uhr in der Borketalstraße, um diese einmalige Tankstelle im Stil der 1950er Jahre sowie die zahlreichen Oldtimer der Marken Borgward und VW zu erkunden. Frank Levermann hat sein Museum für die Besucher schön in Szene gesetzt, alle Türen geöffnet und diesen Schautag bestens vorbereitet. In dieser Dokumentation sehen wir zahlreiche Oldtimer im Top-Zustand und in Bewegung, wie eine historische Tankstelle mit Leben erfüllt wird und hören Fahrzeuggeschichten und PS-Gespräche. Abgerundet wird dieses Treffen im Anschluss mit einer Visite im Zeitwerk von Thorsten Hein in Garbeck. Ich sag mal einfach herzlich willkommen hier im Blintrop an unserer PV-Station. Guckt euch um, ich darf auch alles angefasst werden, nur nichts mitnehmen. Dürfen wir auch was hier lassen? Hier lassen dürft ihr natürlich auch. Okay. Also meine Frau, die steht da hinten, mein Sohn ist hinter mir und ich, wir heißen euch auf jeden Fall herzlich willkommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe ein bisschen Kaffee aufgesetzt. Wenn einer mal Kaffee oder irgendwas anderes haben möchte, möge er sich einfach melden. Bei einem von uns dreien. Ja. Und Tür und Tor steht offen. Spontan bei dir mal eben anrufen kann und sagen kann, dürfen wir mal rumkommen mit dem Kleinwagen, und, weil das ist ein wunderbares Ziel. Ich wusste auch bis heute Morgen noch nicht, dass Opel in der Größe noch zu den Kleinwagen zählt. Aber ja, die ja nicht. Aber wir sind da sehr flexibel. Ja, also. Die Sache ist ja entstanden, weil wir normalerweise, du weißt, ich weiß nicht, ob der Georg gesprochen hat, wir sind ja sonst LKW-Leute. Ja. Und wir sind, die ganze Gruppe, die hier steht, schon viele Jahre mit der LKWs, fahren wir quer durch Europa, schlafen auch in den Autos. Ja. Aber jetzt keine umgebauten, vielleicht von innen Camper, aber nicht von außen zu sehen, original. So was baue ich ja gerade auch. Siehste? Und wir haben dann irgendwann mal vor Jahren initiiert, dass wir da genau das Gegenteil haben wollen, alle Autos bis 1000 Kubik. Ja. Selbst der Kadett, gut, die beiden P1 nicht, aber sonst selbst der Kadett ist doch unter der magischen 1000. Ja, also gerade eben. Frank, sein Leut auf dem Weg hin, hat heute gestreikt. Ja, hat Rauchzeichen gegeben. Und dann machen wir jedes Jahr auch mal mit den Kleinwagen mal eine Tour. Auch wir waren letztlich um die Zeit an der Nordseeküste. Und jetzt ist Balve nicht ganz so weit wie die Nordseeküste. Danke, dass wir hier sind. Ja, gerne. Immer gut, wenn der Chef noch was erzählt. Ja.
Ja, hier darfst du eigentlich aber auch nicht reinkommen. Jetzt denkst du an die Sache. Das ist Gustav, der bekannteste Borgwart weltweit. Ja. Der, die neugierig ist. Ja. Und wie gesagt, ich habe da ein Giveaway, das kannst du so nicht kaufen. Neu? Nee. Heinrich Lück aus Falbert, wenn Sie das kennen, das ist zwischen Meinerzhagen und Attendorn. Und diesen hier habe ich damals von unserer Verwandtschaft gekriegt, aus Greifswald, und zwar wie die Wende war, 90. Am 3. Oktober sind wir hingefahren und haben den dann aufgeladen. Ich hatte einen BMW, PKW und Anhänger gleich mitgebracht. Und das ist der P50, das ist der Vorgänger von dem 601. Und zwar wurde der ausgeliefert mit 18 PS Maschine und da war er ja ein bisschen schwach und dann haben sie den 24 PS Maschine reingetan und jetzt ist die 26er drin, die auch der 601 hatte. Hier die Kollegen da in der DDR in Greifswald, wo ich den her habe, die hatten das Schild aufgeklebt bei der Wende und das habe ich immer noch dran nach 30 Jahren. Ja, ich bin Klaus Dapprich, Baujahr 51, das ist Baujahr 57 und den habe ich restauriert 1989, sah sehr schlimm aus, hat 2 Jahre gedauert und dann lief er wieder. Den zweiten habe ich 2009 gekauft, der sah im Prinzip fast genauso aus. Dann ist mein Enkel so weit gewesen und hat dann mitgeholfen und haben dann ihm den zweiten als Zwilling gemacht. Der Motor ist ein 1500er Motor mit 45 PS, also auch nicht sehr schnell, aber sie laufen halt gut. Die Autos sind beides Opel Olympia Caravan, wie gesagt, der eine 57 und der andere 59. Wobei das da hinten mal ein Lieferwagen gewesen ist, der nachträglich umgerüstet worden ist mit Fenster und Sitzbank.
kein Lappen, um die Scheibe frei zu wischen. Ja, das ist ja auch ein Öllappen. Ja, mit dem öligen Lappen hätte ich das auch nicht getan. Das geht ja auch nicht so schnell. Mit der heißen Rubbeli-Duck-Qualität. Ja, super. Ja, dann habt ihr schon. Ja. Ja. Ich habe noch eine Karl-Heinz Daniels. Ich habe das Auto seit einem Jahr zugelassen in Deutschland. Ich komme vorher aus Frankreich. Und hier haben wir einen Renault 4CV, Baujahr 60, auch Cremeschnittchen genannt. Ja, Leistung 18 PS ursprünglich und 750 Kubik. Pass auf, das Regenwasser drin wird. Ja, wenn es mal auf Prinz 3. Ja. Habe ich mal irgendwo Zitzer aufgedeutet? Das letzte Stück geht schwerer. 105. Da ging er. Der ist ja unbekannt. Jeder sagt bei Prinz sofort, ja, der. Ja, aber hier sind nicht viele von uns. Ja, war ich mal in Salzburg. Da stand einer in der Farbe mit dem Kaper. Der lief aber. Der war noch zu leer. Das ist ein Fiat 500, Baujahr 66, 500 Kubik, offiziell 13 PS. Und bei 500 Kubik Vierganggetriebe, erster Gang nicht synchronisiert, original zugelassen in Italien 1966 bzw. in Südkalabrien.
Frank, mach mal deinen Maschinenraum auch auf. Nichts drin. Oh, da ist schon was drin. Ja, ist das, Frank, ist das das Original? Ist ja alles neu gemacht, oder? Wasserpumpe, ja. Lichtmaschine, Regler, weil alles war irgendwo kaputt. Hallo Gustav.
Ist sie auseinander gewesen schon mal? Ja. Ja? Hast du die gemacht? Ja, teilweise, ja. Sag mal, Thorsten, erzähl mal die Besonderheit des Busses hier. Ja, den Bus kennen wir ja eigentlich schon alle aus meinem Film Das Zeitwerk. Ja, die große Besonderheit bei ihm ist, er ist seit 1958 nicht abgemeldet. Der hat immer noch sein schönes, erhaltenswertes DIN-Kennzeichen, sein ALA. Und ich bin da auch sehr erpicht drauf, dass der es bloß behält. Er hat mir mal gesagt, dass er was ist. Schon beeindruckend, was er alles so gesammelt hat, muss ich schon sagen.